Hi liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Blattgrünas Lock von mit dem Hube hier auf Hubertus.lp. Wer die Folge zuvor gesehen hat, wird es vielleicht merken, ich habe die gleiche Kluft an. Bedeutet tatsächlich auch, ich nehme das zweite Mal hintereinander auf, was mich mega freut. Ich kann ein bisschen voraufnehmen, das ist super. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue, ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Bock auf den Schaufler, Junge. Der Schaufler, Schaufler ist eine gute Attacke. So, Regieis! Ach, du ahnst es nicht. Ist das schon legendär, das Pokémon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir es beißen. Auf jeden Fall flucht es. Init sinkt. Angriff steigt. Verteidigung steigt auch. Das ist blöd. Dann aquaknarinisieren wir ihn, obwohl wir Aquawelle haben. Wie dumm ich bin. Weil Wasser ist egal, dass wir Eis sind. Ist egal. So. Das ist sogar mal ein Kampf, ne? Der ist relativ ausgeglichen. Oh, ich habe so Angst gerade. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Holla, die Waldfee. Dem Herrn sei Dank ist das ein Steinviech, unsere Muschel. 786. Meine Fresse. Ich glaube, mehr haben wir bisher noch nie gekriegt. Sneebel. Ja, Sneebel wechseln wir mal. Zu Dodo. Vor allem, wenn das Dodo gewesen wäre, ne, wäre ich mega ins Schwitzen gekommen. Bin ich auch so. Aber hey. Ja, Eis ist auch noch nicht so das geile Element, gegen das wir gut sind. Obwohl wir ja unseren Ofen haben. Aber der ist halt noch ein bisschen lütt, der Freund. Durchbruch. Bam, 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 bam. Bämsen. Sehr effektiv? Warum? Ist Kampf gut gegen Eis? Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Wunderbar, gib mir dein Geld. Okay, ich gebe die Schuldentem zurück. So, könnte ich ja jetzt auch wieder zurückgeben, aber es wäre halt Quatsch. Schenk mir das eh. Pokémons. Wir nehmen mal hier Ofen des Trainings wegen. Hier unten ist ja, oh, fast drüber gelaufen. Auch wieder ein bisschen was an Gras. Und das müsste mit Route 5 eine neue Route sein. Das heißt, wir kriegen vielleicht gleich Verstärkung. Okay, wir haben vielleicht gleich einen Rayquaza. Oder vielleicht. Okay, es ist nicht so gut gegen ihn. Okay, er brennt. Ja, was mache ich denn jetzt? Hm. Pokémon, der schmeißt ihn blöd, oder? Hm. Naja, er brennt halt, ne? Auch wollten, damit er mir kein Damage drückt. Boah, ich schmeiß Bälle. Ich schmeiß halt Bälle. Okay. Das war ja nicht mal knapp. Gut, der hat Bock, einfach Grimassen zu schneiden. Gut. Weiß jetzt halt nicht, ob es Geldverschwendung ist, ne, die Bälle zu schmeißen. Ich muss der Fairness halber sagen, ich habe diese Catch-Raten normalisiert, ne? Also der ist wie ein normales Pokémon zu betrachten. Der ist jetzt nicht legendär, legendär und hat dadurch irgendwie nur eine Catch-Rate von 2. Also. Aber dennoch habe ich das irgendwie im Gefühl, dass es schwierig wird. Bälle zu schmeißen und zu hoffen. Ja, scheiß auf mein Gefühl, wa? Okay. Wir haben da was am Stissel. Ein Rayquaza. Der Witz ist, in Pokémon Go habe ich es nie geschafft, den Drecksack zu fangen, ne? Gut, wie nennen wir dieses geschlechterlose etwas? Au! Huang. Aber der ist gar nicht mehr so.
Das ist hier eine Anspielung auf Smite. Aber Ao Kuang heißt ja nicht mehr. Der hieß anders. Der hieß mal so. Tut das jetzt nicht mehr. Ist egal. Okay, das war cool. Das war echt cool. So. Items, Trank. Boah, wobei. Nur 11. Das ist ja noch zu früh für Trank. So, wenn wir nochmal so einen Rayquaza haben, dann machen wir das halt nochmal kaputt hier mit unserem Ofen. Ja, Hauptsache du brennst wieder schön, mein Freund, und setzt Grimassen ein, wa? Okay, wir sollten tauschen. Gut, die Frage ist halt zu wem? Naja, im Zweifel halt zu Dodo. Das ist jetzt halt auch wieder blöd fürs Trainieren irgendwie, in Anführungsstrichen, ne? Also der wird scheiße viel Erfahrung geben, das ist super, aber... Es ist halt einfach... nicht leicht zu besiegen. Wow, nicht effektiv, aber trotzdem halt... richtig doll. Naja gut, ist ein 13-Level-Unterschied, ne? Wir haben mehr als das Doppelte. Unsere Inits sind stark. Ist uns egal, 13-Level-Unterschied. Hornattack ist wieder okay. Ganz komisches Pokémon. Ja, 157 halt vorbei. Es ist halt so... Ja. Es wäre halt schon schöner, wenn Ofen das Pokémon selber besiegen könnte. Und das klappt bei Rayquaza halt einfach nur, wenn er verbrennt. Ist hier unten vielleicht anderer Schissel unterwegs? Ja! Was soll denn das? Warum sind denn hier nur legendäre Spackos dabei? Was ist denn das? Okay, das ist voll in Ordnung. Tschüss, Deoxys. Ja, ist das voll in Ordnung. Es ist halt Zeitverschwendung dann. Boah, ich will trainieren. Ich will die Level meiner Pokémon erhöhen. Okay, wir hätten einen scheiß Bisaflor haben können. Ich hasse dich, Rayquaza. Quaza, Quitzer. Ao Kuang. Ao Kuang hasse ich wirklich. Das ist der letzte Champ. Sehr effektiv, naja. Oh, nö. Nö. Das wollen wir nicht. Dass die Penner das immer können müssen, ey. Naja, aber ich sag mal, hier lohnt sich's halt auch dann, wenn die sich die Erfahrungspunkte teilen. Och, Mann. Das ist kein schöner Spot zum Trainieren. Ich will gleich nicht mehr. Oh, vor allem stellt euch mal vor, der hat jetzt Egelsamen und Gift. Was soll denn das? Was ein Scheiß. Naja, 222 ist halt auch nicht so geil. Ah nö, das möchte ich nicht. Wir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es ist mir zu weit. Wir setzen mal ein Gegengift ein. Ja, wobei. 46, komm. Überlebt er. Maschinka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wir sind quasi da. Ah, gelobt sei diese Abkürzung. Zu Schwester Joy. Hallo. Ach ja, du bist meine Lieblingsschwester, Joy. Die in Rocko Town war doof. Du bist voll cool. Gut, unsere Pokémon sind damit wieder topfit. Und ich glaube, wir gehen woanders trainieren. Das Schöne ist ja, dass diese Wiese vor dem dritten Arenaleiter Orania City? Das müsste Orania City sein. Die ist ja jetzt nicht so weit entfernt von hier. Ist rechts eigentlich noch ein bisschen Wiese? Ja, Zerschneider. Okay. Gut. So. Ätzend. Route 5 ist bisher doof. Das heißt bisher, die wird sich ja nicht ändern. Und wir gehen zum Tunnelpfad. Wie war das eigentlich nochmal mit dem... Ich weiß, wie das mit dem Fahrrad war. Wir müssen den alten Dude beim Pokémon-Fanclub einmal nerven. Und dann schenkt er uns einen Radcoupon. Und dann können wir hier radeln. Und schon sind wir auf Route 6.
und sehen, was wir hier Cooles fangen können. Und da sind wir voll Roster, ne? Unfassbar. Also insofern wir es schaffen. Flunkiefer. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Stein und so. Ein Bedroher. Ja, ist egal. Menschliches Schutzschild. Pokémonisches Schutzschild. War wohl doch nicht Stein. Sorry. Schade. Guck, wir haben es nicht geschafft. Na gut. Ofen erhält 140. Das ist halt auch kläglich. Das ist halt das Bisa-Floor-Training gesplittet fast besser. Nee, ist es nicht, weil wir da ja heilen müssen zwischendurch. Flunkiefer ist super. Ich sag mal, so 2-3 Level machen wir mit Ofen und dann kann der Boy auch mal in einem Trainerkampf mitwirken. Vielleicht. Nicht als Erster. Aber vielleicht. Hören können, dass das ein Stein ist, ey. Aber es ist wohl eine Pflanze. Naja. Was anderes Cooles als Flunkiefer wäre vielleicht auch ganz nett, hier mal zu sehen. Und dann kommt natürlich ein fucking Wasser-Pokémon. Naja. Man soll immer vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Heißt das doch immer so schön. Wollen wir Hannes die Chance geben? Wir geben Hannes mal die Chance. Quaxo kann höchstens irgendwie mal eine Aquaknarre oder so. Das sollte Hannes wenig tangieren. Autsch! Hi, Dodo. Dodo ist schon immer der mächtigere von beiden gewesen. Ist einfach so. Ah, wie ätzend. Jetzt splitten wir die Erfahrung schön durch drei. Cool! Dafür ist zumindest One-Shot, was das angeht. Und gibt halt immer noch so viel wie ein Flunkiefer. Und Hannes hat ein Level-Up. Hat es doch schon gelohnt. Okay. So, wenn wir nochmal einen Quaxo haben, dann gehen wir halt gleich zu Dodo. Das, was gut ist. Das, was gut ist. So. Danach sind wir schon Level 16. Das ist sogar das Level, wo er sich ja in Wirklichkeit entwickeln würde. So ein kleiner Igelava, also zu Igelava entwickeln würde. Oha, der Schellenangriff. Links und rechts. Und rechts und links. Ah ja, gut. Dafür kommst du auf die Hörner, Bro. Da war Dings aber doch deutlich besser durch, Bro. Das ist so ätzend. Wenn mein Pokémon jetzt wieder 5 Runden schläft, ne, dann werde ich jemandes Familie verfluchen. Eins. Abgesang. Oh nein. Ja. Das ist nicht cool. Zwei. Und wir haben Abgesang, ne? So ein räudiges Pokémon. Drei. Fass es einfach nicht, ne? So ein Unglück mit Schlafen in der letzten Zeit. So, dann werden wir Dodo doch einmal austauschen. Und wir teilen wieder durch drei. Heureka! Penner. Alles Penner, ey, diese Quaxos. Ja. Tschüss! Ofen erreicht Level 16. Dodo schläft leider immer noch. Naja, dann werden wir halt die Muschel trainieren. Nutzt nix. Nutzt alles nix. Beziehungsweise weiterhin unseren Ofen, weil Flunkiefer. Flunkiefer! Dass ich das nicht aussprechen kann. One Shot. Bye bye. Traurig ist halt, dass ein Trainerkampf jetzt auch nicht so geil wäre, weil wir ja gehandicapt sind. Oh mein Gott, wir hätten einen Turtok haben können. Ach ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Hau Dodo trotzdem rein, damit er wach wird. Der Level Gap ist noch so doll, dass ich auch vor Aquaknarren von Turtok keine Angst habe. Insbesondere, weil wir ja
noch Tränke dabei haben. Das ist offiziell jetzt 4, ne? Routenschlag bei Turtak, das ist so gut. Danke, Dodo. Oh, Turtak. Gibt halt auch nicht so ultra viel Erfahrung dann wieder, ne? Dafür, dass es ein voll entwickeltes Pokémon ist. Es ist halt einfach der Level, ne? Der 10 ist echt miesli. Der Bedrohr geht mir auch so langsam voll auf den Geist, ey. Das ist auch nur Zeitklauerei, weil es halt trotzdem One-Shot. Tschüss, Flumkiefer. So. Ah! Ein Fight noch, dann haben wir ein Level Up. Dann gehen wir gleich mal runter in The Town. Im Weg dahin müssen wir, glaube ich, noch einen Kampf bestreiten irgendwie. Wir werden es sehen. Vielleicht bin ich auch tatsächlich mal mutig und lass Ofen an erster Stelle. Das hat bei Misty ja echt Unglück gebracht, dass ich den Starter gewechselt habe. Vielleicht wäre das jetzt genauso, deswegen... Und mit 51 KP mittlerweile, One-Shot wird es schon nicht werden. Egal, was da auf uns lauert. Aber wenn es ein Doppelkampf wird, dann will ich zumindest nicht Hannes an zweiter Stelle haben, sondern lieber die Muschel. So. Wohl kein Doppelkampf. Na gut. Sind sogar zwei Pflichtkämpfe. Naja. Gardevoir. Hui. Das ist weit entwickelt. Aber müsste schwach sein gegen Blut. Nein. Aua. Jo. Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und fucking gar nicht. Biss ist aber ein Unlichtangriff. Und eine Konfusion. Heuler, super. Danke, danke, danke. Das ist echt gut. Das gerade richtig klasse. Ich hoffe nur, wir sind schneller. Shit. Ja, das ist halt das Problem an Muscheln, ne? Die olle kleine Steinkröte ist ultra langsam. Oh, und plötzlich sind wir verwirrt. Oh, und das Schlimme ist, selbst wenn wir treffen, weicht sie vielleicht aus. Und wir haben einfach Glück. Geil. Danke. Das war voll toll. 355, ey. Trotz Split. Girafarek. Ja. Komm, ganz einfach, weil verwirrt. Und da habe ich keinen Bock zu. Ach, Psycho ist noch so ein Element. Na, nicht so geil. Ha! Das ist optimal gelaufen. Besser geht echt nicht. So, damit haben wir ein Level Up, schätzungsweise. Oh, schön. Und wir gucken, was uns jetzt erwartet. Tanheel. Tanheel. Tanheel, Tanheel. Metall. Das ist doch die unterste Entwicklung, glaube ich, von hier Metallviech, was uns schon mal voll Ärger gemacht hat. Von Metang ist das doch die Unterentwicklung, ne? Easy. So muss sein. Das war optimal. Hedwig ist besiegt, das hat nicht ganz geklappt. So, und wir sind nochmal ultramutig. Ja. Ja, Ofen kriegt mal eine kleine Spritze intro. Wir sind mal gönnerhaft. Ist dadurch wieder fast full life. Und jetzt wollen wir mal schauen. Hört euch da jemanden von Kämpfen sprechen? Nein. Feuerriegel! Ja, hey, als hätte er es hier frisch gefangen, so wie wir. Unser Ofen ein bisschen weiter
vorher. Was ich für Quatsch erzähle. So, tackle deine Unterentwicklung tot. Schiel mich nicht an, da hab ich keinen Bock zu. Nochmal ein Volltreffer? Wäre zu viel verlangt. Ey, nochmal ein Volltreffer wäre zu viel verlangt gewesen. Jo. Wie belastend. 222 reicht noch zum Level Up. Hammer. Dann haben wir 18. Gürtel! Ich finde das immer so lustig in der Pokémon-Serie, die mein Sohn gerade sehr viel guckt. Gürtel! Den werden wir einfach mal weg aquavellenisieren. Ich sag's ja, ich müsste glaube ich sogar vierfach sein wegen Stein und Feuer. Fast Level 25. Ich hätte es besser überhört. Ich habe nichts gesagt, Bro. Also so wirklich gar nicht nichts. Orenia City. Hey, Schwester Joy. Irgendwann kommst du mir bekannt vor. Das hätten wir uns schon mal gesehen. Wie cooler finde ich, ist, dass mir Windows 10 sagt, dass es regnet, obwohl es nicht regnet. Naja. Die 20 Grad müssten schon hinkommen. Gut, wir sind in Orenia City. Was ich unbedingt jetzt machen möchte, als allererstes gleich, ist rechts nochmal hinzugehen. Weil Route 11... Und das heißt, wir können hier nochmal unser Glück versuchen, unser Roster voll zu machen. Und wir können ja schon mal schauen, welches Level die Pokémon hier so haben und was es für welche sind, wegen Level. Sengo, nehme ich. Sengo ist okay. Auch wenn wir jetzt halt irgendwie echt eine Menge Pokémon haben, die so keine Entwicklung haben. Ich glaube, das ist jetzt noch super, aber irgendwann so später Richtung Top 4 könnte das ein Problem werden. Könnte. Sag nur könnte. Okay, Zornklinge. Das ist mal so gar nicht effektiv, Sengo, weil ich Feuer bin und das ist ein Käfer-Type. Aber okay. Pokéball Flieg! First Throw! Nice! So, und Sengo wird... Kung-Fu! Ist ja wohl offensichtlich warum. Und so ein Sengo ist für unseren Eagle aber als Training echt Premium. Turtok weniger? Warum? Ich hätte doch so gerne einen Turtok gehabt. Naja. Okay. Wir versuchen tatsächlicherweise mal Aokwang. Der müsste doch auch irgendwie Wasser sein, glaube ich. Dann macht die Aquaquare nicht viel aus. Panzerschutz erst recht nicht. Ist aber blöd, wenn die Windhose jetzt nicht mehr so Damage macht. Boah, der hat echt nur zwei Angriffe. Ja, moin. Da, ist nicht effektiv. Pff, okay, könnte jetzt ein etwas längerer Kampf werden. Jo. Jo. Sorry. Ach ja, wie geht's euch sonst so? Ach shit. Aber es ist halt, ich sag mal, das Effizienteste, was ich machen kann, damit die schwachen Pokémon viel Erfahrung kriegen. Ist einfach so. Ja, Windhose. Was macht die jetzt an Damage? Immer noch 5. Dein Routenschlag hat sich echt gelohnt, lieber Turtok. Warum, ey? Vor allem zweimal, ne? Gebiete, in denen es Turtok gibt und wir haben es nicht gekriegt, weil irgendwelche anderen Pokémon davor da waren. Oh, ich hätte den echt 98 mal lieber gehabt. Als Kung Fu. So. Er ist besiegt. Ofen kriegt ein bisschen was. Aokwang kriegt für seine Verhältnisse super viel. Nochmal mache ich das aber nicht, wenn jetzt ein Turtok kommt. Oh. Ein Donphan. Ah, ist ein bisschen gefährlich, glaube ich. Wenn er halt einen Erdangriff hat, ne? Von dem ich jetzt aber nicht wüsste, welchen. Sind wir ziemlich am Arsch.
Weil, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt irgendwie so ein Schaufler, aber der Schaufler lernen die, haben die nicht so. Wir werden es nicht erfahren. Gerechnet habe ich halt irgendwie mit Heuler und Tackle, ehrlich zu sein. Sonst. Gibt aber schön Erfahrung. Das ist nice. Ich würde Eagle Ava hier auch tatsächlich gerne bis Level 10 trainieren. Sei es nun mit Pokémon oder Trainern. Sengo haben wir gut besiegt bekommen, finde ich. Blut hat uns da einen schönen Vorteil verschafft gegenüber seinem Ruckzuckhieb und der Zornesklinge. Brennen ist umso besser. Zornklinge ist phänomenal. Selbst wenn jetzt beim nächsten Angriff 2 abzocken würde oder sollte. Es wird langsam dunkel bei mir. Silberblick, ganz großes Kino. Und weil wir richtig männlich sind, tackeln wir ihn. Musste das sein, Bro. Unnötiger Damage nochmal. Dafür ein Level Up. Das beschwere ich mich also. Und Ofen entwickelt sich damit auch zu einem Kämpfer, der sich sehen lässt. Hi, Boy. Müssten bereit sein, deine Pokémon. Ist doch okay, wenn sie es müssten. Tauboga? Aber Level 18. Naja, ist egal. Wir sind ein Level höher. Und der hat jetzt nichts, was mich irgendwie aus der Bahn schmeißt. Sandwirbel ist ätzend, ja. Aber drückt halt kein Damage. Okay. Mist. Aber ein weiterer Treffer müsste eigentlich reichen. Der jetzt natürlich nicht kommt, weil... Sandwirbel. Klasse. Alles richtig gemacht, Ofen. 435 schmeckt richtig. Dumiesel? Dumiesel ist, glaube ich, so schlecht und so schwach, dass selbst Hannes es besiegen müsste. Besiegen können müsste. Hallo, Hannes. Ich weiß gar nicht, was das so vom Typ her ist. Wow. Ja, moin. Boah. Ja, dann igelt es sich noch ein, das Mistviech. Ja, es wird halt auch wieder ein etwas längerer Kampf, weil Hannes noch nicht so die durchschlagsfähigen Argumente besitzt. Und dieses Kack-Dumiesel sich ständig einigelt. Was soll denn das? Aber ein Volltreffer, ne, zwischendurch. Wäre mega. Ein Gena, oh, das ertrage ich nicht. Das geht nicht klar. Deshalb, wir jetzt noch einmal attackieren. Ne, ist ja Quatsch, wir tauschen gleich. Was soll denn das? Und zwar zu Dodo. Dodo-Durchbruch, Ende im Gelände. Ne, war? Der Igel sich halt wieder ein, dieser Penner. Ich glaube nochmal und es würde nicht weiter steigen können. Leider ignoriert das ja nicht auch Steigerung der Verteidigung, sondern halt nur Lichtschild oder Reflektor. War in dem Fall jetzt zum Glück echt egal. Und Mike ist besiegt. Das war schwach von dir, Mike. Ja, auf jeden Fall. Du bist auch ein richtiger Versager. Ich würde die Trainerhandschuhe an den Nagel hängen und keine Ahnung. Knickerbocker werden. Ich weiß es nicht. Gut, so langsam haben wir auch gegenüber den einheimischen Pokémon hier in Anführungsstrichen einen richtig schönen Level-Vorteil, mit Ofen zumindest. Das macht die Sache wesentlich einfacher im Leveln. Und 351 reicht fürs Level-Up. Ist das ein schöner Folgenabschluss? Ofen ist Level 20. Wir freuen uns sehr. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.